Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich spreche fließend Kauderwelsch und Tacheles. Illegale Rezepte für Käsekuchen findet man im Quarknet. Ein Carpe Diem Wandtattoo ist das Arschgeweih einer Hurensohnwohnung. Oh ja, Mann. True Story. Sohn, 1,5 Jahre alt, trinkt sein Fläschchen auf Ex und schläft dann schnarchend auf dem Boden neben dem Bett ein. Ganz der Papa. Die Kelloggs-Aktion mit dem Führerschein in jeder dritten Packung war damals echt eine beschissene Idee. Ich habe Großes vor, aber als erstes gehe ich kacken. Warum verbrennen die Kohlegegner die Kohle nicht einfach? Das wäre doch viel einfacher. Bin von New York sehr enttäuscht. Die Äpfel sind nicht größer als bei uns. Und jetzt spielen wir alle eine Runde, die Ex-Freundin ist Lava. Hallo, wir starten gerade eine neue Aufnahmesession. Es ist gerade immer noch Gamescom-Zeit, wo das hier aufgenommen wird, also quasi Mitte August. Und das ist das erste Mal, dass wir lustige Witze morgens aufnehmen, deswegen gibt es anstatt Bier jetzt Kaffee. Aber ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir ein Bier holen soll. Macht euch keine Sorgen, bessere Tage werden kommen. Sie heißen Samstag und Sonntag. Herr Ober, das Brot schmeckt ja nach Metall. Oh, da hat wohl einer die Flinte ins Korn geworfen. Ich bin so alt, ich habe bei der Post noch meinen Finger in den nassen Schwamm gedrückt. Schluss mit Atomkraft, Windrädern und Kohleenergie. Strom ab jetzt nur noch aus der Steckdose. Bäume sind Büsche auf Balken. 11 von 10 Frauen haben immer recht. Einem Mädchen Blumen zu schenken ist komisch. Guck mal, ich habe etwas für dich getötet. Lass es uns ins Wasser stellen, damit es auch langsamer stirbt. Wasser schmeckt erst richtig gut, wenn es in der Brauerei im Keller war. Ich habe aktuell 9 T-Shirts im Schrank, die ich immer wieder anziehe. Die anderen 35 sind als Erinnerung an Tage, an denen ich noch dünner war. Bei manchen Menschen hat man einfach den Eindruck, dass die Schutzfolie um das Gehirn vor der ersten Benutzung nicht entfernt wurde. Ich habe irgendwie den roten Faden verloren, aber ich habe ja noch den seidenen. Wenn ich am Abend und in der Nacht bloß das Leben hätte, wie ich morgens auch aussehe, das wäre schön. Bei der Beerdigung meiner Schwiegermutter legte ich einen Rettungsring mit ins Grab. Das war ihr letzter Wunsch. Pokémon ist voll unrealistisch. Ich meine, die hocken im hohen Gras und haben keine Zecken. 98% der Frauen sind hübsch. Der Rest ist in meiner Klasse. Wer Äpfel mit Bieren vergleicht, der mobbt aktiv Bananen. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.